Ich habe mich heute auch mal adäquat eingekleidet für die neueste Folge der Bayreuth-Karriere. Man muss auch mal was Neues ausprobieren. Servus oder so. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Karriere mit dem Verein, der gerade 490.000 Euro auf dem Konto hat. Damit wird es schwer, eure Transfervorschläge umzusetzen. Wie Fabian Greilinger, der eh schon von einem anderen Verein das Angebot angenommen hat. Wie Jamie Lawrence, der ausgeliehen ist. Und noch wie Hugo Vetlesen und Edgaras Utkus, die beide jetzt eh nicht so die allerrealistischsten Transfers wären. Aber vielleicht wären sie ja dennoch nochmal interessant, denn ihr wisst ja, es sind so einige Spieler auf der Transferliste. Wir müssen die definitiv erstmal loswerden, erstmal Geld einnehmen, bevor wir dann selbst wieder zuschlagen. Vielleicht mache ich sowieso alles ganz anders. Vor allem, weil einige von euch Morgalla als Innenverteidiger einplanen würden, um dann noch einen Rechtsverteidiger zu holen, was dann auch wiederum bedeuten würde, dass wir einen weiteren Innenverteidiger abgeben können. Und da würde es dann wahrscheinlich Edwin Schwarz treffen. Der ist einfach der schlechteste IV, der noch nicht auf der Transferliste ist. Was passiert jetzt denn bitte? Oh nee, ist es der Spieler, von dem ich denke, dass es ist? Das könnte ein wirklich stockiger sein, der hier jetzt leider den Verein verlässt. Ich meine, wir sehen die Cutscene nicht zum ersten Mal. Wir wissen, was das bedeutet. Und tatsächlich, es geht um den Abgang von Tobias Stockinger. Und das ist deshalb halt so traurig, weil der mir auf Insta einfach geschrieben hat, dass ich ihn bitte nicht verkaufen soll. Aber jetzt ist es leider zu spät, Kollege. Aber vielleicht kehrt er ja irgendwann zurück. Wer weiß? Tobias Stockinger wechselt zu Drogheda United. Wir haben das Geld einfach gebraucht. Ich konnte es jetzt nicht mehr verhindern. Was ich aber auch unbedingt brauche, ist ein Daumen nach oben von dir da draußen. Also schmeiß ihn jetzt rein und bekomme automatisch dadurch für immer nur die allerbesten Jugendspieler. Letzte Folge 12.000 Daumen nach oben. Mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Die Shamrock Rovers wollen Patrick Scheder ausleihen, könnt ihr haben. Boah, und das allererste Angebot für Daniel Krüger ist da. Bei dem müssen wir eh schauen, was wir genau machen. Es wurde unter anderem schon vorgeschlagen, dass ich seinen Entwicklungsplan deaktivieren soll, damit er nicht jetzt schon zu krass wird. Ich meine, das ist jetzt ein Angebot aus der zweiten englischen Liga. Die können natürlich schon viel mehr bezahlen als wir. Ich gehe natürlich mal rein in die Verhandlungen. Mal schauen, wie viel die bereit wären für Daniel Krüger hinzulegen. Aber natürlich werde ich den jetzt nicht einfach so verkaufen. Da muss ich schon auch erstmal eure Meinung dazu einholen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr dazu meint. 8,8 die aktuelle Transfersumme. Also wenn, dann natürlich will ich den richtig, richtig teuer abgeben. 13 Millionen will Burnley aber nicht bezahlen. Dadurch haben wir jetzt aber auf alle Fälle ein Gefühl dafür bekommen, für wie viel man Krüger verkaufen könnte. Man könnte ihn halt aber auch einfach gar nicht verkaufen und die ganze Zeit hier behalten. Da müsst ihr mir, wie gesagt, einfach mal sagen, was ihr dazu meint. Das habt ihr mir ja auch zum Beispiel bei der Verletzungshäufigkeit getan über eine Abstimmung. Und die war gar nicht so eindeutig, wie ich es erwartet hätte. Am Ende ist dabei aber doch rausgekommen, dass die Verletzungshäufigkeit erhöhen soll. Und dann probieren wir das doch einfach mal genauso aus. Ich glaube 70-30 war der Vorschlag. Wichtig ist dabei zu wissen, das verändert jetzt nur was während den selbstgezockten Spielen. Da verletzen sich die Spieler öfter. Jetzt so in der normalen Simulation, wenn wir nur von Tag zu Tag weiter simulieren oder halt Spiele simulieren, dann hat das keine Auswirkungen. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Real Madrid holt jetzt Lozano und wir schreiten mit großen Schritten in Richtung Saisonspiel Nummer 3 gegen Wien Wiesbaden. Vorher gibt es aber die Vermeldung des nächsten Abgangs. Das könnte aber auch einfach nur die eine Laie da sein. Ja, genau, die ist es. Patrick Scheder, 12 Monate nach Irland. Das war genauso geplant. Greilinger ist fertig gescoutet, der ist jetzt aber auch schon gewechselt. Also den können wir leider nicht holen. Dafür können wir Daniel Steininger abgeben für 580.000. Das sind genau die Deals, die wir brauchen. Auch eine Spielerchat-Nachricht. Eder möchte gegen Wien Wiesbaden nicht auf der Bank sitzen. Ich denke mal drüber nach und ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Und mit Eder in der Startelf geht's endlich rein in das Spiel gegen Wien Wiesbaden. Die wurden Zweiter bei der Abstimmung und das bedeutet, ich werde hier nur die Höhepunkte spielen. Natürlich die von Offensive und Defensive auf legendärer Schwierigkeit. Wobei ich da, glaube ich, auch ziemlich bald auf Ultimativ umstellen werde. Einfach um die Challenge noch ein bisschen zu erhöhen. Das habe ich bei den anderen Aufnahmen einfach gemerkt, dass ich auch damit schon relativ gut klarkommen sollte. So spielt unser Gegner mit einer Dreierkette. Und jetzt aber rein in die Partie. Wir springen direkt zu einem Elfmeter in der 9. Minute. Für Wien Wiesbaden. Wurz wird den schießen. Aber verlädt mich da. Ich springe in die falsche Ecke. Ihr hört die Tormusik.
Schon auch geil, dass sowas im Spiel drin ist. Nicht geil ist es aber natürlich, dass wir jetzt in Rückstand sind. Nächste Szene, 27. Minute. Es läuft einfach immer noch die Tormusik. Bin ich aber gespannt, ob die hier irgendwann ausgeht. Im 16er ist zu viel Platz. Wir kriegen fast das zweite. Und der nächste Angriff. Immer noch Tormusik im Hintergrund. Die wird jetzt wahrscheinlich einfach das komplette Spiel durchlaufen. Jetzt ist sie endlich vorbei. Boah, ich würde jetzt selber auch gerne mal einen Angriff spielen. Stattdessen bin ich hier dauernd in der Verteidigung. Jetzt sind wir dran. Das Spiel nennt das eine Gelegenheit zur Flanke. Ja, mal schauen. Ich glaube, dass wir uns eher einfach in den 16er reinpassen. Boah, ganz knapp vorm Abschluss. Wird er da noch gestoppt, aber es geht direkt weiter. Mit Krüger, der da sehr viel Platz bekommt. Jan Schurz stellt sich halt ins Abseits. Deshalb wird das Tor hier nicht zählen. Und jetzt ist halt wieder Wiesbaden dran. Wir sind mittlerweile in der 62. Und die kannst du halt nicht so leicht vom Ball trennen. Da unten ist viel Platz, aber Kolbe ist zur Stelle. Fängt den runter, jetzt mal eine Ecke. Und schon langsam müssen wir hier mal einnetzen, um uns zumindest ein Unentschieden zu sichern. Der ging aber zu nah ans Tor. Und jetzt sind wir halt schon in der 80. Minute. Jawohl, Ulrich. Ganz starke Balleroberung, aber dann ist einfach Schluss. Wir verlieren wegen diesem Elfmeter mit 1:0 in Wiesbaden. Und ich muss trotzdem sagen, das mit dem Highlights spielen ist richtig, richtig nice. Ich ärgere mich natürlich trotzdem extrem über diese Niederlage. Andererseits gehört es auch einfach zu der Erfahrung, dritte Liga dazu als Regionalliga-Aufsteiger. Wir stehen immer noch okay da, aktuell 12. Platz mit einem Sieg. Aber natürlich können wir es uns jetzt nicht erlauben, einfach jedes Spiel zu verlieren. Jetzt sind die ganzen anderen Transfervorschläge von euch gescoutet. Ich warte halt gerade trotzdem noch so ein bisschen auf weitere Einnahmen. Was ich aber auch jetzt schon tun kann, ist auf euren Wunsch hin, den Entwicklungsplan von Arthur Kraft anzupassen. Ihr wollt, dass ich den zum Flügelspieler umforme. Und das machen wir doch direkt. Der ist ein Rechtsfuß. Hat halt nur 52 Schießen. Ich glaube, ich mache ihn eher zum rechten Flügel, damit er nicht nach innen zieht und abschließt, weil er das eben nicht so gut drauf hat. Jetzt kommt einfach schon wieder eine Cutscene. Mittlerweile alle zwei Tage, die ich weiter simuliere, bekommen wir irgendeine Cutscene zu sehen, wie ein Spieler den Verein verlässt. Dieses Mal ist es Daniel Steininger. Das Krasse ist halt, dass wir da richtig viel Geld einnehmen. Ich glaube, der hat sogar eine A bekommen, der Transfer. Man hat es ganz kurz gesehen. Er geht auch einfach zum FC Andorra. Aber fühle ich, Weimar ist auch auf der Transferliste. Da könnten wir nochmal absahnen. Wir stehen auch gerade jetzt schon bei einem Budget von 1,1 Mio. Und ich glaube halt wirklich, dass wir damit dann einen weiteren Rechtsverteidiger holen. Entweder Goden oder Sommer. Ah, die wollen nicht so viel zahlen für Patrick Weimar. Ziereis wird nicht verkauft. Gegen Meppen werde ich jetzt schnell simulieren. Die wurden ja auch letzter bei der Abstimmung. Die Top 11 ist aufgestellt. Und wir spielen unentschieden. Naja, immerhin 2:2. Den Punkt nehmen wir auf alle Fälle mit. Das darf man jetzt auch wieder nicht zu negativ sehen. Wir halten da noch den 12. Tabellenplatz. Jemand möchte Edwin Schwarz kaufen, den ich ja vorhin auf die Transferliste gesetzt habe. Aber ich glaube, über das Delegieren-Feature verlange ich da teilweise echt zu viel Kohle. Und nee, es kommt zur Übereinkunft. 470.000. Das ist sehr nice. Weber delegiere ich dann halt auch. Ganz entspannt. Bei Ziereis werde ich wieder ablehnen. Den wollen so viele Vereine haben. Ist echt krass. Aber ihr wollt ja, dass er hier bleibt. Und deshalb tut er das auch. Jetzt spielen wir halt auch schon gegen Ingolstadt. Bevor wir das aber jetzt tun, werde ich noch einen Spieler dazu holen, um uns nochmal zusätzlich zu verstärken. Und ich habe ja gesagt, Rechtsverteidiger. Goden hat einen Marktwert von 675.000. Niklas Wilson Sommer 775.000. Ich glaube, da nehme ich jetzt tatsächlich einfach den besseren Spieler. Vor allem habe ich auch einfach gute Erfahrungen mit dem Nachnamen Sommer auf diesem Kanal gemacht. Das ist dann eigentlich ein No-Brainer. Die Frage ist halt nur, wie viel Geld verlangen die für den? Wir beginnen mal mit 700.000. Und das nehmen die direkt an! Ja, Waldhof will den ja gar nicht haben. Die schenken uns den unter Marktwert. Vielleicht hätte ich ihn auch noch günstiger bekommen können. In Zukunft muss ich das unbedingt immer lesen, was da steht. Weil ich glaube, der Sportdirektor erzählt einem sowieso schon immer relativ gut, für wie viel Geld die da akzeptieren werden. Vertragsdauer erhöhen wir auf 4 Jahre. Boah, das könnte halt echt die nächste dicke, fette Verpflichtung sein. Der Bonus wird entfernt, das Angebot abgesendet. 850 Euro in der Woche kannst du haben. Wir haben einen neuen Rechtsverteidiger. Und noch dazu einen ganz besonderen Spieler. Ihr wisst ja alle, wieso. Niklas Wilson Sommer verlässt Mannheim, wo er, glaube ich, aktuell sowieso kein richtiger Stammspieler mehr ist. Und kommt zur Spielvereinigung Bayreuth. Hier bist du richtig, Junge. Fitnesstest absolvieren. Let's go. Dreht rein. Dann sollte das alles
alles passen. Und dann wird er noch vorgestellt, unser neuer Spieler, Niklas Wilson-Sommer, bei der Spielvereinigung Bayreuth. Transferzeugnis bin ich jetzt mal gespannt für 700.000 Euro. Ich meine, es war unter Marktwert, von daher dürfte das nicht so schlecht ausfallen. Es ist eine C, ein guter Preis. Mit besserem Warnungsgeschick hättest du bei diesem Deal 210.000 Euro sparen können. Als ob die den für 500.000 abgegeben hätten, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber da ist er, unser neuer Rechtsverteidiger, 24 Jahre alt, mit einer 64er Gesamtstärke. Ist er aber halt schlechter als Hemmerich. Das heißt, aktuell ist er auch hier noch kein Stammspieler. Ich werde ihn aber auf alle Fälle auf die Bank setzen und ihm einen Entwicklungsplan geben. Und dann ist er auch eher ready für das erste Spiel bei seinem neuen Verein. Und da treffen wir auf Ingolstadt. Die Presse fragt mich zunächst, ob wir vorbereitet sind auf die nächste Partie. Natürlich sind wir das. Ist ja wohl logisch. Dann noch eine Frage zum Transferfenster. Und wie immer möchte ich da nicht so viel preisgeben. Zu guter Letzt behaupten die dann noch, dass wir aktuell außer Form sind. Also die sollen mal ihre Erwartungen runterschrauben. Ich bin schuld. Keine Ahnung, Mann. Mir fehlen die Worte. Schwer zu sagen. Wir arbeiten im Training und hinter den Kulissen hart, um besser zu werden. Natürlich tun wir das. Aber ich finde, wir spielen auch jetzt schon vollkommen okay. Das Highlight-Spiel für diese Episode ist das Aufeinandertreffen mit Ingolstadt. Und heilige Scheiße sieht das hier nice aus in deren Kabine. Wir schauen uns schon mal das Stadion genauer an. Machen uns da auch nochmal innerlich bereit für diese Partie. Warum habe ich gesagt Highlight-Spiel? Ganz einfach, weil die Partie die Abstimmung gewonnen hat. Und das werde ich in Zukunft dann einfach immer genau so angehen. Das Spiel, was die Abstimmung gewinnt, wird selbst gezockt. Und bei den allermeisten anderen Partien gehen wir dann einfach nur in die Highlights rein. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja jetzt schon abstimmen. Über die Videobeschreibung könnt ihr mir sagen, gegen wen ich in der nächsten Episode selbst zocken soll. Ingolstadt stößt hier an. Und jetzt geht's hier los. Ich würde behaupten, wir sind klarer Underdog. Aber das muss ja nichts heißen. Unsere Aufstellung habe ich übrigens nichts verändert. Was ist das denn für ein grandioser Pass da? In die Mitte und schon liegen wir hinten. Aber das war ja wirklich überragend gespielt. Wie er den da in die Mitte legt. Unsere Innenverteidigung passt überhaupt nicht auf. Und auch die Neuverpflichtung Morgalla sah da jetzt nicht so gut aus. Noch ist zum Glück lange genug zu spielen, um das zu drehen. Wir dürfen jetzt noch nicht direkt das zweite kriegen. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich auf Ultimativ umstellen soll. Die nehmen mich ja so schon auseinander. 2-0, 20. Da kannst du aber auch einfach gar nichts machen bei so einem Standard. Komm jetzt, aufwachen. Traumpass dafür Neuenberger. Muss er eigentlich machen. Wird da aber noch geblockt. Wir bleiben drin in der Szene. Krüger, der macht's besser. Jawohl. Wir sind wieder zurück in diesem Spiel. Aber jetzt kommt halt auch schon wieder Ingolstadt. Das ist so krass, wie gut die nach vorne sind. Bis hierhin ein sehr guter Angriff. Guter Lauf da von Ulrich. Jetzt muss noch der Pass in die Mitte stimmen. Der stimmt und schon wieder Krüger. Wir kommen wieder ran. 2-2. Die Youngsters, Ulrich und Krüger, arbeiten da traumhaft zusammen und sorgen dafür, dass wir mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause gehen. Man muss aber halt schon sagen, dass das ehrlich gesagt unverdient ist. Ingolstadt hat hier definitiv mehr Torchancen. Aber selbst schuld, wenn die die nicht nutzen, denn dann kommt eben ein gewisser Krüger, der jetzt ausnahmsweise einen nicht im Tor unterbringt. Aber vielleicht klappt es ja jetzt mit Jan Czorc aus der zweiten Reihe, dieser Funkmann, geht in der zweiten Halbzeit jetzt auf einmal richtig ab. Da ist er schon wieder. Jetzt wird es mal Zeit hier für den Wechsel. Sommer darf sein Debüt geben. Und ich habe einen neuen Flügelspieler reingebracht. In Thoman, den ich jetzt direkt da unten laufen sehe. Das sieht echt bullig aus, der Kollege. Und dann ist da wieder Krüger! 75. Wir liegen vorne. Und natürlich ist es Krüger, sein drittes Tor jetzt. Der Typ ist wirklich ein absoluter Cheatcode. Es ist so krass. Und er ist immer noch 17 Jahre alt. Schaut euch das an, wie er sich da in die Lücke reinbewegt. Und dann halt eiskalt abschließt. Also ich verstehe schon, warum ein Verein wie Burnley den kaufen möchte. Der dreht uns hier im Alleingang diese Partie. Können wir dieses Ergebnis halten? Ingolstadt wirft jetzt alles nach vorne und kommt zurück. Das 3-3. Dummer Ballverlust im Aufbau. Aber das ist halt eigentlich auch ganz geil an FIFA 23, dass der Computer dann wirklich alles nach vorne wirft. Keine Ahnung, was er jetzt da vorne treibt. Das sollte doch eigentlich Krüger sein. Ich glaube, ich muss die Defensivtaktik nochmal anpassen. Da geht Krüger komischerweise immer wieder ins zentrale Mittelfeld zurück jetzt. Ansonsten wäre das hier vielleicht ein Tor geworden. So gibt's nur eine Ecke. Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Thoman hat nochmal den Ball. Krüger ist frei. Krüger passt den rein. Nochmal rein, nochmal rüber. Und dann sind wir da. Nollenb
Berger nochmal Tor, 4:3, was ist das bitte? Also definitiv eines der verrücktesten Spiele, was ich jemals hatte in FIFA. Und jetzt wird hier natürlich komplett eskaliert. Die Schiedsrichterin pfeift direkt danach ab. Und wir gewinnen halt wirklich auswärts in Ingolstadt. Daniel Krüger mit 3 Toren. Die entscheidende Bude hat aber trotzdem Alexander Nollenberger geschossen. Boah, was war das bitte? Dadurch klettern wir jetzt in der Tabelle auf die Nummer 7 hoch. Ich glaube, das Spiel hat es auch endgültig gezeigt. Ich werde hier definitiv jetzt nochmal upgraden auf ultimativ. Mehr geht nicht, was die Schwierigkeit angeht. Wir haben 2 Nachrichten im Posteingang. Schwarz ist verkauft. Wir sind dann mittlerweile am 27. August angekommen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 4 Tage Transferphase übrig. Also mit dem 27. sind es 5 insgesamt. Aktuell stehen wir bei einem Transferbudget von 695.000. Damit kann man sich jetzt nicht unbedingt einen richtig guten Spieler leisten, aber ihr wisst ja, wir haben Leute auf der Transferliste. Weber könnte jetzt dann gehen, Weimar. Ich glaube, deshalb simuliere ich jetzt auch noch weiter, weil scouten können wir sowieso nicht mehr sinnvoll. Ja, da ist die nächste Cutscene. Die können wir dieses Mal überspringen. Es geht um Edwin Schwarz. Wir kassieren also nochmal Geld. Noch eine Cutscene. Dieses Mal dreht sich alles um Tobias Weber. Preisbewertung C. Der geht zu Elversberg. Den Kraft können wir jetzt schon umwandeln. Der geht auf eine 60 hoch. Das ist die Frage, ob wir den nicht bald aus der Fußballschule rausziehen. Ja, und jetzt bin ich da angekommen, wo ich hin wollte. 31. August. Das bedeutet Deadline Day. 200.000 für Weimar könnten wir vielleicht nochmal bekommen. Und dann würden wir insgesamt bei circa 1 Million Euro stehen. Bisschen mehr. Und jetzt müsst ihr mir halt sagen, was ich damit anfangen soll. Wen soll ich verpflichten oder soll ich das Geld einfach nur aufheben für vielleicht die Fußballschule oder so? Gebt mir da in den Kommentaren unten Bescheid. Dazu gibt es natürlich wieder eine Abstimmung zu den selbstgezockten Spielen. Ich nehme da hier Dortmund mit rein, Viktoria, Köln, Zwickau, 1860 München, RW Essen, Freiburg 2 und Saarbrücken. Also es ist echt eine ordentliche Auswahl. Vielleicht schaffen wir auch noch mehr Spiele. Muss ich dann einfach mal schauen. Kann ich noch nicht einschätzen. Das reichen jetzt erstmal die 7. Lasst gerne einen Daumen da auf dem Video. Sagt mir, was ich mit Krüger genau machen soll, der jetzt schon 9 Gesamtstärken dazu bekommen hat. Und damit bin ich raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Brunny. Beim nächsten Mal dann natürlich der Deadline Day. 10 Stunden haben wir noch. Wenn wir jemanden dazu holen wollen, dann müssen wir es jetzt tun. Und das ist auch der Grund, warum die Folge hier vorbei ist. Weil ich euch einfach nochmal die Möglichkeit geben möchte, da einzugreifen. Ich meine, ihr kennt es eigentlich mittlerweile.